Hallo, liebe Freunde von Hardy Zockt und herzlich willkommen bei Hardys Wochenrückblick. Bald startet das neue Jahr und auch bei Hardy Zockt gibt's Neues. Woo. Kümmern wir uns allerdings erstmal um das alte Gedöns. Ganz schön alt sahen wir bisher bei 7 Days to Die aus. Das hat sich geändert. Die Mauer steht und wir sind sicher. Gut, die ein oder andere Reparaturarbeit, aber das klappt schon. Ich zähle mal hier mittlerweile mal. Oh, das ist eine Pflanze. Ich dachte schon, da kommt jetzt gleich so ein Vogel reingespaziert. Okay, kurze Absicherung machen wir hier und dann gehen wir auf die Mauer drauf und setzen noch ein paar Spikes. Ich würde ganz gerne auch irgendwo mal Stacheldraht setzen. Wie langweilig. Na gut, ich weiß ja, was ihr sehen wollt. Was schubst du mich da? Wow! Ah! Genug! Themawechsel. Bei The Mighty Quest for Epic Loot hatten wir zuletzt einige Probleme. Doch nach zahlreichen Tipps, herzlichen Dank dafür, siehe das Ergebnis. Dann können wir nämlich den Schatz plündern. Wir haben es geschafft. Und das auch noch mit Kontrolle. Das ist zwar nur ein Stern, aber ja. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und ich hoffe ihr auch. Jetzt werden wir reich und berühmt. Kribbel, krabbel, 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 krabbel. Och, Manu. Schon Ende. Ein super Spiel durften wir dort spielen und es ist gleichzeitig unser erstes Let's Play, was wir beenden. Macht's gut, ihr beiden. Eine sehr, sehr traurige Nachricht habe ich für alle Zuschauer von Mission Diamond. Leider müssen wir Mission Diamond abbrechen, da wir die Diamantliga nie erreichen werden. Denn Blizzard hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Ligen entfernt. Dafür gibt's ein neues System, mehr dazu gleich. Trotzdem haben wir diese Woche wieder fleißig gespielt und konnten einige Sieger einfahren. Schaut's euch an, geile Matches. Neues! Mit Starbound und Rayman Legends ist da ziemlich krasser Shit gestartet. Und wir werden fleißig weiterspielen, jeden Tag eine Folge. Abschließend dann nochmal vielen Dank für eine weitere ziemlich lustige Woche. Und Entschuldigung, wenn sich der Sendeplan die letzten Tage ein wenig verzogen hat. Außerirdische haben meine Katze entführt. Ach so, Logo, tschüss!